Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play 7 Days to Die. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Es gab leider einen kleinen Aufnahmehänger. Ich hatte hier schon so zwei Minuten rumgebastelt und hier einen Kühlschrank gesetzt und so. Das war es dann aber auch schon gewesen. Auf jeden Fall habt ihr nicht sehr viel verpasst oder so. So, wie machen wir jetzt weiter? Was ist denn jetzt erstmal der Plan? Ich würde nämlich erstmal sehr gerne noch ein bisschen jetzt hier aufräumen. Zumindest erstmal alles jetzt, was ich habe, wo reinhauen. Dann müssen wir aber jetzt erstmal ein paar Truhen herstellen. Das mache ich mal eben hier ganz schnell. Moment. Brauchen wir erstmal Holz. Holz haben wir doch dabei, ne? Irgendwo, dachte ich. Nehmen wir kein Holz. Ah, guck mal, wie viel Teppich wir mittlerweile haben. Cool. Können wir dann ein Teppichhaus eröffnen. So, Holz. Hier hätten wir noch Holz. Boah, ich kann doch daraus... kann ich daraus schon Chest machen? Doch, ich kann Chest machen. Alles klar, dann machen wir das mal. Machen wir richtig viele. Okay, das ist, reicht jetzt aber auch wieder. So, ich werde dann erstmal noch die Kühlschränke alles reinhauen, das mit dem ordentlich aufräumen und dann mal sortieren und so. Das werde ich dann später machen. Wo hauen wir den Spaß denn hin? Wir können es hier hinhauen, aber da würde ich es gerne noch ein bisschen einebnen. Machen wir das mal. Und ich habe jetzt übrigens auch mal wieder die Rezepte reingehauen, meine alten. Weil die ja durch die Alpha 1.1 waren die ja nicht mehr drin gewesen. Und da hoffe ich natürlich, dass jetzt alles wieder ordentlich funktioniert hier. So, nachladen erstmal. So, weiter geht's. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Ja, ist schon ein bisschen ordentlich, ja. Schon ein bisschen schöner auf jeden Fall. Hier mach ich auch gleich mal weg. Ich mag das nicht, wenn da so Risse drin sind. Das Problem ist, es sind überall Risse drinnen. Ja, das machen wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen später. Ich mache das dann erstmal später wieder zu, dann wird das wieder gefliegt. So. Nachladen, aufheben. Bob der Baumeister. Oder Beam der Baumeister. So, hier haben wir noch. So, dann hauen wir dann hier in einer Reihe einfach die Truhen erstmal hin. Also 30 Stück oder so, da haben wir erstmal jetzt eh noch keinen Platz dafür. Aber es reicht, denke ich, auch erstmal. Das kann ich nicht aufheben. Na gut, dann hauen wir jetzt das mit Teile hierher. Das Lagerfeuer ist ja aus, sehe ich gerade. So, haben wir es gleich wieder ein bisschen gemütlicher gemacht. Fangen wir mal hier an. Okay, wartet mal. Das ist scheiße. Ah, cool. Guck mal hier. Die klebt an der Wand. Großartig. So, Steine. Haben wir hier... Ey, wir haben so viel Zeug mittlerweile, das ist echt unfassbar, Leute. Die Frage ist nur, dass ich das irgendwann nochmal geordnet bekomme, weil momentan bin ich ja der absolute krasse digitale Messi, das geht überhaupt nicht. Das geht wirklich überhaupt nicht. So, und irgendwie fühle ich mich damit auch unwohl dann immer, weil man findet ja dann irgendwann noch nichts mehr und das wird ja nicht weniger, was wir finden. So, dann machen wir das erstmal wieder zu hier. Ja genau, lad erstmal den Stein nach, so wie bei den Flintstones oder so. So. Da, komm hier noch. Schön! Also langsam wird das doch was. Das sage ich, glaube ich, alle zwei Minuten, wenn ich hier unten bin und irgendwas mache. So, hier machen wir auch mal gleich noch zu. Ja, wir können sie erstmal so lassen. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Ne, wisst ihr was, davor muss ich erstmal den ganzen Krempel hier reinhauen. Ich versuche mal, jetzt müssen wir das Mikrofon ein bisschen umstellen. So. Irgendwie ist das komisch geneigt gewesen. Wir machen jetzt hier erstmal irgendwie alle Waffen noch rein, die wir haben. Versuchen wir jetzt hier noch ein bisschen Ordnung beizubehalten, dass wir dann später nicht ewig suchen müssen. Raketenwerfer haben wir jetzt ja auch, glaube ich, sogar zwei Stück, ne? Also wir hatten ja, glaube ich, das war der zweite gewesen, den wir gefunden haben. Richtig awesome. Ah, hier haben wir sogar schon. Ah, guck mal hier. Zwei. Cool. Dann muss ich irgendwann wirklich mal ein Rezept erstellen, dass wir Raketen herstellen können. Ich weiß nicht, ob das schon jetzt dabei ist. Also zufällig. Weil ich ja von dem Typen da ein bisschen Zeug reingehauen habe. Da muss ich dann mal gucken. Schrotflinte. Cool, wir haben auch zwei Schrotflinten. Das gefällt mir natürlich. So, passt das mal. Ist ja voll. Machen wir hier weiter. Machen wir hier noch ein bisschen Muni rein. Wobei, nee, Quatsch. Die Muni können wir dann oben auch reinhauen einfach. Nehmen wir mal die Bänke. Ah, es gibt keine Taste oder so, wo man das einfach direkt in die Truhe bekommt. Das ist ein bisschen schade. Das geht dann immer direkt ins Inventar, wenn man Shift gedrückt hält oder so. So, die Schrotflinte behalte ich. Eisen werde ich auch behalten. So, dann habe ich ja hier schon den Kühlschrank aufgestellt. Habe ich da schon was reingehauen eigentlich? Ne, habe ich noch nichts reingehauen. Ja, da hauen wir da ein bisschen Futter rein.
Mais kann man auch hier reinhauen. Was brauchen wir für die Mine? Die Blumen, die dem kommt das natürlich auch nicht so sehr, wenn die gefroren sind. Da lasse ich das mal. Das Spiel ist ja dahingehend sehr realistisch. Zum Muni warten wir. Ja. Ah, hier haben wir auch noch eine Waffe. So, Moment. Mach mal hier gleich. Aber irgendwie klingt das böse draußen. Halt, hier haben wir auch noch Bänke. Also wie gesagt, ich werde das dann später alles nochmal richtig ordnen. Da werde ich halt dann richtig so einen Bereich machen mit mehreren Truhen, wo noch Waffen drin sind, Munition und so weiter. Zumindest ist das der Plan. Das ist der Plan. Ob ich das dann so umgesetzt bekomme, weiß ich nicht. Vielleicht schiebe ich es einfach so lange vor mir her, bis dann die Alpha 2 rauskommt und ich dann vielleicht eine neue Welt anfangen muss. Ich weiß es ja nicht. So, Sham, das behalten wir erstmal zum Futtern. Dreck. Ah, stimmt, wir haben Dreck. Wir haben Dreck. Aber damit können wir das jetzt hier mal voll machen. Hier, guck mal. Dann können wir das mal mit dem Mais endlich mal testen. Nee. Das ist natürlich jetzt nur ein kleines Provisorium, also so ein kleines Testgebiet. Und wenn das dann ordentlich funktioniert, dann muss ich mal gucken, wo wir das dann machen. Aber wir machen das dann auf jeden Fall in dem größeren Rahmen, dann das anbauen. Und vielleicht baue ich mir auch ein Gewächshaus oder so. Man kann ja hier auch mehr, also man kann hier auch Glas erstellen, von daher würde das ja gehen. So, es ärgert mich das, weil das nicht komplett voll ist. Aber hier machen wir zu. Alter. Okay. So, ganz ruhig. So, und jetzt haben wir hier einfach noch einen Stein rein. Nicht, dass man hier reinfällt und sich irgendwie was verstaucht oder so. Das muss ja nicht sein. So, jetzt brauchen wir Mais. Saat. Maissaat. Ich nehme einfach mal hier das Mais, was wir hier haben. Wir müssen dann noch ganz dringend dann mal wieder Öltanks und so herstellen. So, gut, Maissaat haben wir genug. 220 oder 224, richtig cool. So, Moment. Gucken wir mal. Ah nee, ich muss eine Hake bauen davor. Da brauchen wir erstmal Sticks. So, ist das jetzt schon dabei? Ne, Pickaxe ist ja das Falsche. Hier, das brauche ich. Ah cool, das haben wir schon mal in Nähe. Doch, das ist das. Denke ich. Guck mal. Ja, Moment. Habe ich jetzt das Falsche gemacht? Ja, aber eine Pickaxe wird es ja nicht sein. Ich meine, wir könnten hier. Da steht Gardening Hau. Das wird schon hinhauen irgendwie. Hoffe ich. Ja, guck mal, da kommt auch so Zeug raus. Kommt das auch raus, wenn ich so mache? Ja, da kommt es auch raus. Tja, ich weiß es nicht. Ja, wir werden es ja merken, Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Gucken wir mal. Ey. Wieso geht denn das dann wieder raus? Das kann man nicht nebeneinander stellen, oder was? Das ist ja super doof. Übrigens nicht wundern, wenn es ab und zu mal jetzt hackt und so. Ich tue gerade meine ganzen Aufnahmen, also meine ganzen Folgen von den letzten 1-2 Monaten auf eine andere Festplatte rüberschieben, damit ich dann ein bisschen mehr Platz habe, wenn es mir GTA 5 losgeht. Ich lasse das jetzt einfach mal, wir gucken, ob es wächst oder nicht. Auf jeden Fall ist es noch da, mal gucken, ob es groß wird, bin ich ja wirklich gespannt. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Es ist 4 Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch hier, ein bisschen was zu machen. Ich würde ja sehr gerne jetzt hier das mal langsam ein bisschen gemütlicher hinbekommen, um ehrlich zu sein. Weil so richtig voran komme ich ja irgendwie nie, weil ich hatte ja auch dann noch geplant, dann mal noch so einen Aussichtspunkt zu bauen und vielleicht diese Idee mit dem Haus im See und so habe ich auch noch nicht so ganz aufgegeben, dass wir mal ein richtiges Haus bauen. Und ich wollte auch mal hier Reinforced Cobblestone herstellen und so weiter. Da müssen wir aber dann erstmal in die Wüste, um Sand zu besorgen. Ich glaube, wir brauchen Sand dafür. Und jetzt habe ich schon wieder das Rezept. Ich habe mir das extra im Paint rechts dargestellt. Das habe ich schon wieder geschlossen leider davor. Muss ich mal gucken, ob ich das dann hinbekomme. Aber gut, ich mache mal jetzt hier... Ich mache erstmal jetzt den Boden, Leute. Ich mache jetzt erstmal einen schönen Boden draus. Oder nee, halt. Ich mache jetzt hier erstmal zu. Das würde mir eigentlich am besten gefallen. Aber ich glaube, dafür nehme ich mal Cobblestone. Ja, ich glaube, das hat mir vom Skin ganz gut gefallen. Aber wenn ich hier eine Tür drinne haben will, ich glaube, es gibt ja keine Türen, die über zwei Felder gehen, oder? Tore oder so gibt es, glaube ich, noch nicht. Dann müsste ich das jetzt hier irgendwie zumachen.
Hier. Ja, das Cobblestone sieht cool aus vom Skin her. Das gefällt mir besser. Und das hebt sich dann nochmal ein bisschen ab. Das kann man ja dann später immer noch ordentlich machen. So. Ist ein bisschen groß noch. So, und dann kommt hier die Tür rein. Moment. Ich probier mal eine herzustellen. Wie es aussieht, haben wir nicht, Scrap Metal Door könnte man machen. Ja, aber Scrap Metal Door ist hässlich. Ne, da muss ich mal fix noch Holz holen gehen, Moment. Aber wir haben ja welches hier in der Truhe, glaube ich. Ich guck mal eben nach hier. Immer kein Holz. Ah, so cool, wie die Teppiche mittlerweile haben. Das freut mich auf jeden Fall. So, hier haben wir noch Holz. Ah, da müssen wir bald mal wieder ein bisschen hacken gehen und dann vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr, so dass wir mal so 1000 haben. So, es ist jetzt dabei. Door. Scrap Metal Door, immer noch nicht. Also nochmal hier rein. Jetzt ist es bestimmt dabei. Was ist das denn hier? Sectional Corner Arm. Okay, vielleicht Sofa oder so. Wenn da so ein Abschnitt unterteilt ist, könnte das sogar sein. So, aber jetzt hier müsste die jetzt irgendwo dabei sein, die Tür, oder? Ich hab schon wieder Mist gemacht, wie es aussieht. Wo ist denn die Wooden Door? Hier ist er. Also, geht doch. War jetzt nicht so schwierig gewesen. So. Gucken wir mal. Wie sieht's denn aus? Wächst das Ding noch? Oh nein, das gibt's doch nicht. Also hier habe ich wieder Mist gemacht. Ich muss da irgendwie was anderes nehmen. Da muss ich da nochmal schauen. So. Wir haben eine Tür hier drin, hiermit offiziell. Ja, wisst ihr was? Ich glaube fast, dass ich die mal wegmache. Und jetzt haue ich da noch eine Scrap Metal Door rein, einfach weil das irgendwie mehr passt zu dem Raum. Das sieht halt wirklich so abgefuckt aus, dann setzt nur so eine Tür rein. Dann weiß man halt gleich, woran man ist, wenn man hier reingeht. Das ist so schon nicht so einladen und dann. Nee. Finde ich irgendwie passend, ne? Müsste man noch so ein Schild machen, so Gäste-Klo, Gäste-Scheißhaus, ich weiß es nicht. So, aber das geht mir natürlich alles noch schöner hin. Also das mit den Cobblestone, das würde ich dann hier überall in dem Bereich machen, dass man das außen so abgegrenzt hat. Haben wir hier auch Cobblestone? Also ich mach das mal weg hier. Und hier mache ich dann normale Steine hin. Und den Boden würde ich dann gucken, dass wir den Boden erstmal mit Holz auskleiden und dann in die Mitte den Teppich reinhauen. Also in der Theorie können wir das ja schon mal machen. Erstmal nachladen wieder. Bislang ist das hier alles so ein bisschen sehr Baustelle noch. So. Dann hauen wir jetzt hier überall Holz rein. Haben wir denn noch genug Holz überhaupt? Ich glaube ja fast gar nicht, ja. Was ist denn denn mit dir nehmen? Wie sieht denn das aus? Ich hab mich vor Hunger gleich. Yay. Yay, okay. Ah, kann man das? Warte mal, wie sieht denn das aus, wenn man das hier ran macht? Cool! Das ist natürlich dann auch geil. Da muss ich keine Holzblöcke als Verkleidung nehmen, sondern kann die Teile einfach nehmen. Das ist doch viel geiler, Leute. Naja, das ist jetzt nicht so geil. Nee, das macht nicht so wirklich Sinn, leider. Aber hier ist das auf jeden Fall fetzig. Schön! Was muss ich auch mal noch machen können, ist dann irgendwie so ein Stein, also Stein so hoch, nach rechts, nach runter und dann in der Mitte ein Campfire rein, dass man so einen Kamin hat oder so. So Bilder oder so wären schön. In Minecraft gab es ja auch Bilder. Ich glaube, hier kann man noch keine Bilder machen. So ein bisschen Wanddekoration und so weiter. So, das muss ich mal wieder wegmachen. Ja, das ist genauso. Gut, also so einen groben Plan habe ich. Also ich würde das wirklich komplett mit dem Holz wahrscheinlich hier aus... Ja, wohl komplett. Ich finde ja fast das Cobblestone trotzdem noch cooler als das hier. Man könnte aber sagen, dass man alles aus Cobblestone jetzt hier macht, diese ganze Auskleidung. Den Boden aus Holz, dann einen Teppich rein und vielleicht eine Seite mit dem Holz hier auskleiden, wo man dann irgendwie ein Sofa reinhaut und so, wisst ihr? Halt so eine kleine Chill-Ecke extra noch. Das wäre auch eine Option. Dann ist es schon 47, also wir können jetzt rein theoretisch mal hochgehen. Ich glaube, das mache ich auch mal schnell. Also so ungefähr habt ihr jetzt einen Plan. Ich hoffe, dass ich den dann immer noch im Kopf habe, dann jetzt dann später, in der Nacht wieder. Also der beste Raum, der rundeste, identischste Raum ist auf jeden Fall erstmal diese hässliche Toilette hier mit dieser hässlichen Tür. Das ist auf jeden Fall schon mal super.
Das hat Stil, dieses Scheißhaus. In seiner Hässlichkeit. So, mal noch ein bisschen jetzt hier wieder aufräumen. Alter, das geht echt überhaupt nicht. Und wieder total unordentlich alles. Das kriege ich nicht gestackt. Dann hauen wir den Spaß mal weg hier. Mal auch mal weg. Ja komm, das Korn sieht auch weg. Also hier muss ich dann mal gucken mit den Mais. Das ärgert mich jetzt noch ein bisschen. Ich dachte, wie gesagt, mit der Gardening House anscheinend falsch gewesen. Muss ich doch gucken, dass ich irgendwie so eine Hake oder so finde. Das bald klappt. Also das ist alles nix. Das ist alles nix hier. Und Sledgehammer können wir mal wieder herstellen. Das Sledgehammer war ja ganz effektiv gewesen gegen Zombies. Können wir auch einfach hier reinsetzen, oder? Nee, können wir nicht. Dann weg mit dir. Das behalten wir. Die Truhen können wir in Truhen tun, das haben wir auch weg. Haben wir auch weg. So, ich werde dann gleich mal noch ein paar Öltanks schnell herstellen. Wobei, da fehlt so ein Eisen, da müssen wir fix Eisen abbauen. Moment. Machen wir erstmal hier hin. Das behalten wir. Machen wir hier hin. Zum Muni wollten wir da oben reinhauen. Alter, das ist ja übelst gefährlich hier. Wir haben keine Steine mehr. Doch, wir haben noch Steine. So. Muni haben wir hier gehabt. Aber Muni gerade jetzt hier für die Pistole haben wir schon richtig viel. Halt nur schade, dass die Pistole nicht so cool ist. Aber wir haben viel auf jeden Fall. Horten macht ja Spaß. Kühlschrank haben wir auch noch rein. Moment, den Kühlschrank können wir mal noch hier hinsetzen schnell. So. Sehr schön. Ja, so langsam. ja, nee, würde ich erstmal so lassen. Da hau ich jetzt mal alles hier nach. Wobei, nee, halt in den Scheiß haben wir immer noch, Moment. Hauen wir den mal hier hin. Das können wir auch weghauen. So, das Candy-Zeug, das hauen wir hier noch schnell rein. Ich werde wahrscheinlich sowieso nie wieder in meinem Leben Minen herstellen. Weil das einfach mal total hinten losgeht. Aber nein, mal gucken. Hier oben werde ich es natürlich machen. Dann, wenn ich es voll drauf habe und nicht mehr Minen reinlaufe. Wenn ich dann voll den Minenlauf-Skill habe. Die Pistole können wir mal auch noch irgendwo verstauen. Moment. Nee, hier nicht. Machen wir es einfach hier rein. Scheiß drauf. So. Hätten wir. Ja gut, irgendwie haben wir nicht viel geschafft, aber ein bisschen schon geschafft in der Nacht jetzt oder in dem Morgen. Also zumindest haben wir jetzt mal eine grobe Anfangslinie gezeichnet, wo es hingehen soll. So. Also ich werde dann als nächstes in der Nacht dann erstmal den Boden machen. Weil ich glaube, das geht recht schnell und sieht dann auch sehr cool aus. Also ringsrum Holz und in die Mitte dann einfach Teppich rein. So, dann hauen wir mal alles jetzt hier. Moment. Mach ich auch mal noch schnell hier rein. Geht nicht. Weg mit dir. Ich hoffe, das war jetzt kein TNT gewesen. Naja, Kabelstone behalten wir jetzt mal einfach. Gutes. So, dann alles nach oben bitte. Jetzt habe ich die Fackeln, glaube ich, auf den Boden gelegt. Eine Schrotflinte wäre noch geil zum Mitnehmen. Das war doch TNT gewesen. Na super. Hier haben wir keine Schrotflinte. Die haben wir hier hingehauen. Na, wenigstens weiß ich nur ungefähr, wo ich was hingehauen habe. Hatten wir nicht eine... Ach, hier ist doch die Schrotflinte. Alles klar, passt. So, Moment, ich hau mal die Blumen noch hier weg. Na, egal. Wir machen jetzt los. Haben uns hier genug rumgemehrt. Also ich mach mal ganz schnell in die Wüste, noch ein bisschen Sand abbauen, einerseits, also vor allem, weil ich dann auch mal dieses Reinforced Cobblestone herstellen wollte. Und dann mal gucken, wir brauchen das ja sowieso für auch Glasflaschen und so, also kann es nicht so schlecht sein und ich muss ganz dringend was essen, sehe ich gerade. Wobei ich glaube, wenn wir jetzt respawnen, da ist alles wieder voll.